letzte Woche ein großartiges Thema. Ich bin ja auch Ernährungsmedizinerin, weil ich festgestellt habe, dass es nicht reicht, die Haut zu behandeln, indem man nur Cortisoncreme oder Antibiotika aufträgt, sondern die Haut kann man großartig von innen heilen. Die Haut hat ja eine ganz robuste Barriere, die salben uns oft kaputt, aber viele Pflegeprodukte oder auch Arzneimittel gehen gar nicht dahin, wo wir es haben wollen würden. Und die Haut kann man super aufbauen, indem man sie über die Ernährung anreichert mit Mikronährstoffen, also Vitaminen, Spurenelementen, Omega-Fettsäuren, sekundären Pflanzenstoffen und über die Darmflora, also ballaststoffreich essen, lebendiges, probiotisch wirksames Essen. Also wenn die Darmflora vielfältig ist, wie so ein Mischwald, dann ist das Immunsystem stark, dann wird die Haut gut mit auch Vitaminen versorgt, B-Vitaminen, die die Bakterien herstellen. Und wir sehen aber, wenn wir den Stuhl der Patienten angucken, ganz oft, das ist wie so eine eher so eine Monokultur. Und dementsprechend ist dann auch der Gesundheitszustand der Haut mau. Und wir sehen immer, wenn wir die Ernährung anpassen, wenn man also ein bisschen evolutiver sich ernährt, also wie die Steinzeit das so ein bisschen für uns gedacht hat, ja, also auch mal ein bisschen Rohkost hier und da und vielleicht mal Wurzeln und Nüsse und Saaten, also gemüselastig, Eiweiß durchaus auch, brauchen wir mehr als immer so empfohlen wird, gerade wenn wir älter werden oder wenn wir sehr gefordert sind, es darf auch pflanzliches Eiweiß sein, aber dann kann die Haut von innen heraus aufgebaut werden, dann kommen die ganzen Schutz- und Reparaturstoffe an und plötzlich heilen die chronischen Krankheiten ab. Wie immer, es ist nicht 100%, aber es ist eine ganz wichtige Säule. Und natürlich, also in meinem Fach, ja, die Jugendlichen, die alle Fastfood essen und Kuhmilch trinken und Zucker und Weißmehl und Marihuana rauchen, haben alle Akne. Und wenn sie damit aufhören, ist die Akne weg. Also, oder zwei Stufen besser, vielleicht dann noch ein Mitesser hier und da. Und das ist ja, die Akne ist die klassische Zivilisationskrankheit der Haut. Ja, in Stämmen, also in Stämmen, in Ländern, in Regionen der Welt, wo man noch sehr, sehr ursprünglich lebt, gibt es keine Akne. Das ist interessant. Ein sehr, sehr interessanter Zusammenhang, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema Gesundheit und Umweltschutz. Weil da gibt es ja auch tatsächlich einen Zusammenhang. Ja, selbstverständlich.